Triuna, Krankheit, die sich nach dem Krieg mit Nilfgaard in allen nördlichen Ländern verbreitete. Alle, die an Katrione erkrankt sind, sterben eines schrecklichen Todes. Ihre Zuckungen werden jeden Tag schlimmer, sie erbrechen Blut und Schleim und haben blutigen Durchfall. Nach rund einem Dutzend Tagen sterben sie qualvoll. Ist das mit gibt es eine Krankheit, die sich so ähnlich verhält in der heutigen Zeit? Ist das wer? Also, es könnte auch eine erfundene Krankheit sein, aber ich glaube, dass es sicher so eine Krankheit gegeben hat. Also in der Wirklichkeit, im realen Leben, beziehungsweise so eine Krankheit vielleicht sogar noch gibt. Also, könnte man mal schauen, ob sowas gibt, sowas ähnliches. Codringer und Fenn, ein berühmtes Detektivduo, das eine Detektei in Dorien betrieb, bis beide Partner unter ungeklärten Umständen auf tragische Weise starben. In ihrer Blütezeit nahmen Leute aus ganz Temere die Dienste der Detektei in Anspruch. Wenn jemand Schwierigkeiten, Ärger oder Probleme hatte, ging er zu Codringer und Fenn. Und schon erhielt dieser jemand den Beweis für Unehrlichkeit und Unterschlagungen eines Geschäftspartners oder bekam ohne Sicherheit einen Bankkredit. Oder war in einer langen Liste von Gläubigern der Einzige, der seine Schulden von der bankrotten Firma zurückbekam. Sein Sohn wurde aus dem Kerker entlassen und von allen Anklagepunkten freigesprochen, die auf Indizien oder deren Fehlern basierten. Denn falls Beweise existierten, verschwanden sie auf geheimnisvolle Weise und Zeugen widerriefen ihre früheren Aussagen. Der Liebhaber seiner Ehefrau oder Gallen der Tochter erlitt komplizierte Knochenbrüche in drei Gliedmaßen, darunter mindestens einer der oberen. Natürlich als Folge einer bedauerlichen Unfalls. Ein Feind, der einen Groll hegte oder ein besonders lästiges Individuum war bald kein Ärgernis mehr. Er verschwand meist einfach. Okay, das sind dann eher keine Detektive, sondern einfach nur so Leute, die Dinge erledigen lassen wahrscheinlich. Die Elfen sind ein schönes und langlebiges Volk. Sie haben spitze Ohren, markante Gesichtszüge und ihr Gebiss hat keine Eckzähne. Die essen ja auch nur Brot und Gemüse. Da braucht man keine Eckzähne. Nicht unbedingt. Elfen sind stolz und überheblich und sie haben im Laufe vieler Jahrhunderte eine raffinierte Hochkultur entwickelt. Heute gibt es jedoch nicht mehr viele von ihnen. Und diese leben in ständigem Konflikt mit der Zivilisation der Menschen. Daher schließen sich viele junge Elfen den Skrull-Kommandos an, um für ihre Rechte zu kämpfen. Nach den Gnomen sind die Elfen das älteste Volk des Kontinents. Sie schufen eine großartige Zivilisation und die größten Städte der Menschen, wie etwa Visim und Ochsenfurt, wurden auf Elfenruinen erbaut. Elfen haben eine besondere Begabung für Magie. Freilich unterscheidet sich ihre sehr von der Magie der Menschen. Oh, zwei Rautezeichen. Elfen sind langlebig, doch die fruchtbare Periode in ihrem Leben endet früh und darüber hinaus vermehren sie sich deutlich langsamer als die Menschen. Aus diesem Grund wurden sie zurückgedrängt und verloren ihre Vormachtstellung auf der Welt. Heute verbleiben ihrem Volk nur mehr zwei Enklaven. Die Blauen Berge, in deren abgeschiedenen Kargheit die Elfen aussterben, und Dol Blathana, das Blumental, das von der Zauberin Enid an Glenna regiert wird. Das Blumental ist ein Protektorat Nilfgaards. Elfen sprechen in Gegenwart von Menschen nicht über ihren Glauben, da sie der Überzeugung sind, Barbaren könnten keine philosophischen und mystischen Feinheiten nicht begreifen. Den meisten Menschen liegt andererseits wenig am Glauben der Elfen. Fest steht, dass manche Elfen auch an Dana Meth glauben. Keine Ahnung. Die Muttergöttin, die ein Aspekt der Göttin Melitiae zu scheint sein. Fistech. Fistech ist eine verbotene Droge, die sich in Temerien großer Beliebtheit erfreut. Sie wird in Form eines weißen Pulvers benutzt und ist sehr suchtgefährlich. Nur Fachleute mit einer komplizierten alchemistischen Ausrüstung können sie herstellen. Das ist wie Drogen, wie heute Koks zum Beispiel. Oder sonst irgendeine andere chemische Droge. Gnomen. Gnome sind geheimniskrämerisch und rätselhaft. Die meisten leben in Mahakam Seite an Seite mit den Zwergen und kommen nur selten mit Menschen in Berührung. Gnome sind begabte Handwerker, Bergleute und Erfinder. Ihre Technologie ist derjenigen der Menschen überlegen und Gnomenwaffen sind einzigartig.
Sie gelten zudem als ältestes Volk auf dem Kontinent. Hexer. Aufgrund ihrer Andersartigkeit, ihrer ungewöhnlichen Fähigkeiten und magischen Fertigkeiten werden Hexer als Ausgeschlossene behandelt. Manchmal begegnet man ihnen gar mit Hass. Dieser Hass manifestierte sich in dem infamen Angriff auf Gamorrhein, der zur Zerstörung der Festung führte und zum Tod einer Mehrzahl der Hexer. Die Überlebenden sind zum Aussterben verurteilt, da sie keine Nachfolger mehr ausbilden. Die Menschen brauchen Hexer, fürchten sie jedoch zugleich. Die umherziehenden Krieger wecken Angst, da sie Mutanten sind und übermenschliche Kräfte besitzen. Ein Hexer ist selten ein gern gesehener Gast. Kontakte mit Angehörigen dieses Berufszweigs beschränken sich stets auf das Geschäftliche. Bei Prognomen, auf Aufständen gegen alle, die Magie ausüben, werden Hexer stets zuerst angegriffen. Unter Einfluss von Mutagenen und Magie wird der Körper des Hexers Resistenz gegen alle Arten von Krankheiten, bis zu dem Punkt, an dem er eine echte Immunität entwickelt. Deswegen wird er auch nicht krank, das finde ich super. Kalksteins Aufzeichnungen. Diese Informationen habe ich aus Kalksteins Aufzeichnungen Barmherzigkeit der Clan-Leuwarden. Zum Glück hat Kalkstein das für mich ausgewertet. Ich hätte niemals die Verbindung zwischen Leuwarden und Barmherzigkeit gemacht. Liebe, Quetzalt. Vaska, Anführerin der Ziegelbrände im Sumpf, ihre Liebe zu erlangen, wird eine schwere Aufgabe. Königreich Malkath, die Kloaken unter Visima. Einer meiner Lieblingsorte. Kalkstein muss einen Gnom unter seinen Vorfahren gehabt haben, wenn er Kloaken mit einer Information aus einem Buch in Verbindung bringen konnte. Verstehen macht Ruhm, wenn er Gefrat Orth. Die Statuen von Melitele in einem im Sumpf, die andere im Krankenhaus St. Majoran. Ich habe keine Ahnung, was Gebet ohne Glauben bedeutet. Aber ein Versuch lohnt sich. Na, man konnte da im Kloster, also im Krankenhaus, konnte man eine Himbeere, also ein Obst reinstecken. Und da bekam man einen Sephiroth. Also von dem her wird auch wahrscheinlich im Sumpf irgend sowas gewesen sein. Fundament Yesa. Die Höhle im Sumpf. Das sind noch mehr Beweise, dass Kalksteins Vorfahren Gnome waren. Eine Höhle im Sumpf und die Vorstellung eines Fundaments. Ich kann mir nichts darunter vorstellen, aber wir werden sehen. Sieg. Netzda. Der Bewahrer des Turms. Genau, das war nicht schwierig. Außer, dass er besiegt werden muss. Krone. Ketar. Schicksal. Hier ist ein Kalkstein über sich selbst hinausgewachsen. Seine Aufzeichnungen besagen, dass ich die letzte Sephira durch Zufall finden werde. Zum Beispiel in dem gebratenen Hühnchen, das ich im haarigen Bären bestelle. Oder während ich auf dem Plumpsklo sitze. Eine unbekannte Größe, das Schicksal wird mir in die Hände spielen. Wenn ich Kalkstein das nächste Mal sehe, werde ich ihn fragen, ob er seine gnomischen Wurzeln absichtlich verheimlicht, weil er Angst vor rassistischen Anfeindungen hat. Ah, das ist anscheinend ein Gnom. Naja, gut, die Stimme würde ungefähr hinhauen zu einem Gnom, aber jetzt so der Größe her ist ein ganz normaler Mensch eigentlich. Der Kult der Löwenkopfspinne. Koram Akter, genannt die Löwenkopfspinne, ist eine grausame Göttin, die ihren Anhängern Blutopfer abverlangt. Der Kult der Löwenkopfspinne ist verboten, daher gibt es nur wenige Orte auf der Welt, wo sich Anhänger offen zu ihrem Glauben bekennen können. Temerin ist berühmt, den Glauben an die Löwenkopfspinne auszurotten. Bemüht, den Glauben an die Löwenkopfspinne auszurotten. Kultisten werden als Mörder verurteilt. Ja, das stimmt auch einigermaßen, weil, naja. Überlegt man sich das kurz, stimmt das ja auch, weil die müssen ja Opfer bringen und müssen ja auch andere Menschen opfern, wenn sie keine Tiere opfern. Der Kult des ewigen Feuers. Anhänger des ewigen Feuers glaubten an die unsterbliche Flamme, also glauben an die unsterbliche Flamme als Symbol des Überlebens und eines Weges in der Dunkelheit. Sie sehen es als Verboten des Fortschritts, als Vorboten des Fortschritts und zukünftiger besserer Tage. Gieriger des ewigen Feuers kümmern sich um die Gläubigen und die Tempel, wo ununterbrochen ein Feuer brennt. Der militante Arm des Kultes ist der Orden der Flammenrose. Die Loge der Zauberinnen. Die Loge der Zauberinnen wurde nach dem Aufstand in Tanith als Ersatz für Kapitel und Rat der Zauberer gegründet. Ziel der Gründerinnen war es, den Krieg zwischen Nilfgaard und dem nördlichen Königreich zu beenden, sowie den Einfluss der Magier auf die Geschicke der Welt zu bewahren. Die Organisation ist bis heute in Form eines Bundes zwischen den mächtigsten Magierinnen aus den Reichen des Nordens und Südens aktiv. Die Loge hat erheblichen politischen Einfluss, auch wenn ihre Aktivitäten nicht immer von der Öffentlichkeit verstanden werden. Die medizinische Wissenschaft. Seit Jahrhunderten suchen Krankheiten die Menschheit heim. Doch als Jan Becker die Macht seinem Willen unterwarf, erlangten die Menschen eine mächtige Waffe im Kampf gegen Krankheiten.
Magier studieren Bakterien und Viren, die Verbreitung von Erregern und Genetik. Ihre Forschungen werden von Medizinern aufgegriffen, die Krankenhäuser errichten und immer wirksamer Medikamente herstellen. Außerdem gibt es magische Tränke, die Wunden und innere Verletzungen heilen können. Viele Anwender der Magie, darunter Martis Sodergen oder Visena, sind Heiler geworden, ziehen durch die Welt und setzen ihre Magie zum Wohle anderer ein. Die kenne ich jetzt aus dem Buch. Gibt es eine ganz nette Geschichte, erzähle ich aber dann, erzähle ich dann im Let's Play erst wieder. Autopsien werden bei Ermittlungen zu Verbrechen nicht allgemein gut geheißen. Experten schätzen jedoch den Wert forensischer Untersuchungen an Leichnamen. Nachdem die Zeugen befragt und Experten konsultiert wurden. Eine Autopsie kann wertvolle Informationen über die Identität des Opfers und den exakten Hergang des Verbrechens liefern. Bei der Durchführung einer Autopsie solltet ihr detaillierte Fragen stellen, die auf dem Wissen basieren, das ihr besitzt. Wenn ihr das Unmögliche nach und nach ausschließt, mögt ihr am Ende feststellen, dass die Wahrheit in der unwahrscheinlichsten Hypothese zu finden ist. Ah ja, der Orden der Flammenrose. Der Orden der Flammenrose wurde nach dem Krieg gegen Nilfgaard von den charismatischen Anführern Jacques oder Chuck, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Chuck de Aldersberg, auf der Basis des auseinanderfallenden Ordens der Weißen Rose gegründet. Sein Ziel war, die Menschen vor Ungeheuern und anderen Bösen zu beschützen und den Glauben an das ewige Feuer zu verbreiten. Seinen Hauptsitz hat der Orden in Visimadoch, doch daneben existieren zahlreiche Zweigstellen in ganz Temere. Interessanterweise, der Orden der Flammenrose ist im Prinzip ein Unterorden der für die ewige Flamme. Das ist okay. Naja, kann man drüber streiten, ob das toll ist oder nicht. Redanien. Redanien grenzt am Norden an Temeren. Sein König ist Radovid der V., genannt der Strenge, der Sohn des ermordeten Königs Visimir. Er war 13, als sein Vater getötet wurde, daher übernahm der Thronrat die Macht, bis der Prinz volljährig wurde. Nach seiner Krönung wurde Radovid berüchtigt, da er sich brutal an allen Rechte, die ihn oder seine Mutter Hedwig schlecht behandelt hatten. Die wichtigsten Städte in Redanien sind die Hauptstadt Dreiberg, die freie Stadt Novigrad, die weitgehenden Autonomie genießt, und Ochsenfurt. Ochsenfurt, ja, mit seiner berühmten Universität. Ganz interessant ist, dass dieser Radovid, das ist schon hart, ne? Das muss man sich schon mal vorstellen. Da gibt es einen Rat, der statt dem König regiert. Und theoretisch hätten sie den Jungen einfach... Ja gut, theoretisch hätten sie den Jungen töten können und einfach selbst regieren können. Was natürlich nicht ganz so möglich ist, weil wahrscheinlich das Volk sagt, hey, sie haben den König geliebt und würden alles für den Sohn tun. Und jetzt würde der Königsrat jetzt den Sohn töten. Weiß ich nicht, ob das... Also der Thronrat. Weiß ich nicht, ob die dann überhaupt eine Unterstützung bekommen hätten. Sondern die hätten dann wahrscheinlich einen Aufstand gemacht. Und dann hätte der Thronrat wäre wahrscheinlich schneller gestorben als sonst was. Zusätzliche Substanzen. Eine alchemistische Zutat kann eine oder drei zusätzliche Substanzen enthalten. Albedo, Nigredo oder Rubedo. Wenn alle für die Erschaffung eines Tranks gewählten Zutaten identische zusätzliche Substanzen enthalten, besitzt der daraus entstandene Trank, abgesehen von normalen Effekten, noch einen zusätzlichen Effekt. Albedo-Tränke charakterisiert durch eine geringe Toxizität, Nigredo-Tränke beeinflussen Koordination und Konzentration, erhöhen Schaden der Gegner zugefügt wird. Und Rubedo-Tränke, abgesehen vom Haupteffekt des Tranks, regeneriert sich auch verlorene Vitalität. Oh, das ist ja geil. Das könnten wir, im Prinzip könnten wir Rubedo in den... Ah, das hätten wir schon viel früher lesen müssen. Wir hätten können, Rubedo könnten wir in jeden Trank reinschmeißen, dann würde jeder Trank Vitalität regenerieren. Das wäre cool. Das wäre echt nice. Zwerge. Zwerge sind kleiner als Menschen, aber zäher und muskulöser. Männliche Zwerge haben lange Bärte. Sie sind zumeist raue, aber fröhliche Gesellen und ihre Sturheit ist sprichwörtlich. Viele haben als ausgezeichnete Handwerker und Krieger einen Platz in der Gesellschaft der Menschen gefunden. Auch wenn manche sie nur widerwillig akzeptieren. Dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass sich junge Zwergen den Skoyatell-Rebellen anschließen, um für mehr Rechte für Anderlinge und ein Ende der Verfolgung zu kämpfen. Zwerge sind eines der alten Völker. Einst gehörten sie neben den Elfen zu den vorherrschenden Völkern, doch heute ist ihre letzte Enklave Mahakam, eine Bergstadt mit reichen Metall- und Mineralvorkommen. Von allen alten Völkern haben sich die Zwerge am besten angepasst und viele leben heute in den Städten der Menschen. Als Geschäftsleute sind sie nicht sehr,
nicht selten wohlhabend, jedoch begegnet man ihnen mit Geringschätzung und Misstrauen. Im Krieg gegen Nilfgaard machten sich die Zwerge einen Namen als Söldner, doch kämpften viele auch in Einheiten der Skordel gegen die nördlichen Königreiche. Das Älterenblut, ein genetisches Programm, das von Elfenmagern bekannt als die Weisen, zu dem Zweck begonnen wurde, ein außergewöhnlich begabtes Kind zu schaffen, das Macht ihrer eigenen überlegen sein sollte. In den Prophezeiungen der Elfenwahrsagerin Ithiline wird das Kind aus dem älteren Blut die Elfen dereinst vor der Vernichtung bewahren. Doch die letzte Trägerin von Einhen, Icher, Lara Doren Epp Schidal, oh Gottes Willen, vermählte sich mit einem Menschen statt mit einem Elfen und machte so alle Pläne ihrer Nachfahren betreffend zunichte. Oh, das ist natürlich blöd. Also im Prinzip hätten sich im Prinzip die Trägerinnen immer mit Elfen verbinden müssen und dadurch ist das Blut immer frisch geblieben und als sich aber die letzte mit einem Menschen vermählte, wurde das Blut, war das kein reines Blut mehr, sondern ein gemischtes Blut und das ist blockblöd. Naja. Gut, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sind fertig. Wir können uns noch die Tutorials anschauen, aber ganz ehrlich, wer will das? Ja, war doch interessant. Wobei, diese Tutorials sehe ich mir im Let's Play an, und zwar aus dem einen Grund, da ich gerade gesehen habe, da sind verdammt viele Sachen dabei, die ich brauchen kann. Zum Beispiel Schmiede oder auch mit, die ganzen Zeichen, was das alles kann, Würfelpoker, das ist, glaube ich, ganz interessant und das sehen wir uns dann, ich hoffe, es stört keinen, aber das sehen wir uns im nächsten Let's Play, sehen wir uns das gleich als erstes an, was es da so interessante Sachen gibt und ja, das war es im Prinzip jetzt für die Special-Folge, ich weiß, nicht sehr spannend, tut mir leid, einfach nur vorlesen, man kann es auch selber lesen, also man kann den Ton, wenn es einem nicht interessiert, abschalten und einfach selber lesen, habe ich kein Problem mit, weil ich sehe es ja nicht, wenn ihr euch das anschaut, von dem her, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Special-Folge ist nicht allzu langweilig und ihr habt jetzt so einige Eindrücke von Witcher mitgenommen, beziehungsweise noch ein paar Hintergrundinfos, die auch ich jetzt, also die jetzt auch meinen Hintergrund ein bisschen aufgestockt haben, vom Spiel her auch allgemein. Waren natürlich viele Sachen dabei, die wir schon lange erlebt haben, aber trotzdem würde ich sagen, auch das Glossar zum Beispiel ist grundsätzlich mehr interessant, weil es da wirklich aktuell, also allgemeine Dinge zu wissen gibt, natürlich Orte, Ungeheuer und Charaktere ist natürlich, Formelzutaten zum Beispiel ist total uninteressant, ich dachte mir, ich lese einfach nur mal vor, um mal zu zeigen, was neu ist, was wir schon alles gefunden haben, bla bla bla. Auch hier wieder gab es natürlich viele Sachen, wo man sagen musste, kennen wir schon, haben wir schon lange verwendet, gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr in dem Abschnitt, wo ich bin, keine Ahnung. Ungeheuer, Orte und Charaktere sind dann eher, ja, die Orte und Charaktere werden, also Charaktere werden relativ oft aktualisiert, wenn wir einen alten Charakter treffen und der hat einen neuen Eintrag. Wobei man hier aber bedenken muss, dass der Charakter, also die Charaktere sind dann noch, werden recht aktuell gehalten. Ja, bei den Orten und bei den Ungeheuern ist es eher so, die Ungeheuer lässt man sich durch, wenn man gerade einen Ungeheuer gefunden hat, weil wir haben auch Bücher bekommen, wo von Ungeheuern, die wir noch gar nicht haben oder noch gar nicht gesehen haben. Ja, zum Beispiel Striege zum Beispiel. Da wissen wir schon alles, können aber natürlich nichts damit machen, weil wir die noch nicht, weil wir ja eigentlich noch nicht gesehen haben. Fangen damit nicht viel an. Bei den Orten ist es so, da haben wir wirklich schon viele Orte gesehen, die wir noch nicht gelesen haben, also die wir, wo wir schon lange vorbei sind. Zum Beispiel das Gasthaus im allerersten Kapitel. Ja, tut mir echt leid. War mein Fehler, ich hätte das schon gleich von Anfang an vorlesen. Mache ich ab jetzt immer, sobald wir einen neuen Eintrag haben, werden alle Rufzeichen vorgelesen, damit da so eine Special-Folge gar nicht mehr zustande kommt. Gilt auch für alle weiteren Witcher-Teile, das heißt für den zweiten und für den dritten Teil. Wobei ich beim dritten Teil schon echt skeptisch bin, weil der so verdammt lange ist. Der ist so furchtbar grauslich. Ich weiß nur nicht, ob wir da beim dritten Witcher-Teil wirklich auf 100% spielen, also wirklich alles finden und alles suchen, keine Ahnung. Oder ob wir einfach mal die Story durchmachen und dann nachher schauen, okay, ob wir vielleicht noch was finden oder nicht. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich wünsche euch viel Spaß und ich halte euch jetzt nicht länger ab. Tschüss, bis dann. Baba.